Wir starten dazu eine Serie und beginnen mit dem Thema Jobs. Denn der österreichische Arbeitsmarkt ist im Umbruch durch die zunehmende Digitalisierung. Immer mehr Computer, Maschinen und Roboter ersetzen bereits Arbeitsplätze. 360.000 dieser Arbeitsplätze könnten laut einer Studie des IHS dadurch mittelfristig wegfallen. Die Hälfte dieser gefährdeten Stellen betreffen Hilfsarbeitskräfte und Handwerker. Gleichzeitig werden aber dadurch auch neue Jobs geschaffen. Wie sehr ist also die Digitalisierung Chance, aber auch Risiko und hat die Politik dafür zukunftstaugliche Konzepte? Darüber wollen wir hier gleich im Studio live diskutieren. Zuvor zeigen uns Ernst-Johann Schwarz und Eva-Maria Kaiser, wie sehr Roboter und Co. unsere Arbeit, unser Leben bereits verändern. Ich begrüße die Anwesenden auf das Herzlichste und danke meinem Chef für die Sprecherlaubnis. Die schöne neue Roboterwelt, so hat man sie sich vor 50 Jahren vorgestellt, so ist sie heute. Die Maschinen werden immer intelligenter. Auf dem Flughafen Wien-Schwechat, auch hier schreitet die Digitalisierung voran. Von zu Hause aus einchecken ist nicht neu. Star Alliance, zu der auch die Austrian Airlines gehören, geht nun einen Schritt weiter. Den herkömmlichen Check-in mit der Gepäckabgabe gibt es zwar immer noch, die Passagiere können nun aber auch ihre Koffer selbst aufgeben. Wer die langen Warteschlangen vermeiden will, muss sich selbst bedienen. Mit freundlicher Unterstützung. Noch. Wenn Sie einmal den Buchungscode eingegeben haben und das Ticket gemeinsam gebucht haben, sind Sie beide gemeinsam drauf. Das heißt, sie ist eingecheckt, aber... Noch nicht ganz. Also für das Gepäck kommt es dann hier raus. Sie kommt im Schiffband auch. Für ältere Menschen ist der Trend zur Automatisierung eine Herausforderung, vorsichtig gesagt. Richtig gut gelernt haben wir es noch immer nicht. Ja. Finden Sie, ist es eine günstige Entwicklung, dass man praktisch als Kunde sich alles selber machen muss? Sie müssen sich in dem Fall nicht alles selber machen. Das Gute ist, dass Sie hier die Chance haben, das selber zu machen und die Möglichkeit als Serviceerweiterung, wenn Sie das absolut nicht wollen, wenn Sie mit einer größeren Familie unterwegs sind und das einfach zu stressig wird, auch vor dem Flug, dann sind immer Schalter da mit Kollegen, die Ihnen helfen. Das Metallwerk Schaeffler in Berndorf. Seit 60 Jahren erzeugt man hier Wälz- und Radlager für die Lkw-Industrie. Sukzessive stellt der Konzern auf Industrie 4.0 um. Alle 75 Standorte weltweit sind digital vernetzt. Geht an einer Produktionsmaschine in Großbritannien das Öl aus, sieht man das in Berndorf und kann rechtzeitig Nachschub schicken. Der Computer weiß alles. Es gibt natürlich den normalen Lagerarbeiter noch, aber die Lagerlogistik verändert sich. Just-in-Time-Produktionen werden immer mehr gebraucht. Der Materialfluss, der Wertstrom in den eigenen Produktionen ist ein wesentlicher Bestandteil in jedem Produktionsbetrieb. Das heißt, wir müssen schauen, dass wir relativ kurze Wege haben, absolut gut vernetzt sind, wissen, wann welche Maschine neue Teile braucht oder Rohstoffe braucht. Und das ist für alle Produktionsbetriebe gültig. Im internationalen Vergleich liegt Österreich beim Einsatz von Industrierobotern im letzten Drittel. Auf 10.000 Arbeitnehmer kommen in Korea 531 Roboter, in Singapur 398, in Japan und Deutschland gut 300, in Schweden über, in den USA unter 200, in Österreich hingegen nur 128 Roboter. Länder wie Australien, die Slowakei und Großbritannien liegen in der Automatisierung noch weiter hinten. Es gibt Dinge, die können Maschinen sehr viel besser als Menschen. Zum Beispiel aus einer Vielzahl an Daten komplizierte Berechnungen zu machen. Zum Beispiel dieselbe Tätigkeit tausendfach ausführen. Zum Beispiel sehr präzise etwas immer wieder tun. Werden Maschinen die Menschen aus allen Bereichen verdrängen? Ein Roboterrat unter Vorsitz von Sabine Kössegi soll nun Strategien entwickeln, wie Österreich die neuen technologischen Chancen nutzen und Risiken minimieren kann. Solange wir quasi diese Entwicklungen nicht nur technikgetrieben vorantreiben, sondern uns immer auch auf einer Ebene mit überlegen, wollen wir das als Gesellschaft? Ja? Also wollen wir dorthin? Vielleicht vergleichbar auch mit zum Beispiel den Überlegungen, die wir zur Gentechnik gehabt haben, wo es dann auch schlussendlich eine Haltung gegeben hat, weiter wollen wir nicht gehen, also das wollen wir jetzt nicht mehr erforschen, dorthin wollen wir nicht gehen. Das Berufsausbildungszentrum des BFI in Wien. Jetzt machen wir mal Folgendes, jetzt probieren wir hier aus und ändern wir die Frequenz auf 500 Hertz.
Hier machen Arbeitslose auf dem zweiten Bildungsweg eine Mechatroniklehre. Wie funktioniert ein Motor? Wie geht elektronische Antriebstechnik? Die Lehrlinge kommen aus den unterschiedlichsten Bereichen, vom Schulabbrecher bis zum herkömmlichen Arbeiter. Also ich bin gelernte Einzelhandelskauffrau, bin dann vom Einzelhandel ins Callcenter umgestiegen, weil ich ins Büro wollte. Dort wollte ich mich technisch entwickeln, das war leider dort nicht möglich, weil für die war eben Frauen keine Technikerinnen. Daher habe ich dann gesagt, gut, dann werde ich Techniker, weil mich interessiert das, ich will das, ich möchte das. Ein wichtiger Punkt ist auch, dass man als Kfz-Mechaniker nicht an Hochspannung arbeiten darf. Also man darf keine Elektroautos angreifen, nicht einmal eine Lampe tauschen, ohne eine Schulung oder ein Zertifikat. Und da wäre zum Beispiel so eine Ausbildung in diesem Fall sehr vorteilhaft. Mechatroniker ist eben der Beruf der Zukunft. Und da hoffe ich doch auch, dass ich da gute Berufschancen habe. Das heißt, ohne diese Ausbildung würden Sie in der Industrie im Moment nicht unterkommen? Nein, keine Chance. Mechatroniker sind gefragt. In der Elektrobranche, im Anlagenbau oder in der Gebäudetechnik. Wer nicht ständig im Job weiterlernt, tut sich ohne digitale Zusatzausbildung schwer. Wenn man etwas Qualifizierteres machen will und einen sicheren Arbeitsplatz haben will, wird man das haben müssen. Wenn man das nicht hat, dann wird man im Elektrosektor eventuell halt im einfachen Dingen arbeiten, nicht? Was weiß ich, Kabel ziehen oder stemmen. Und dann wird man halt dann relativ schnell einmal durch jemand anders ersetzt oder durch irgendwelchen Firmen, die Subfirmen von der Subfirma, wie man es halt heute überall sehen. Auch wenn die Maschinen bei Schaeffler Berndorf alt aussehen, die digitale Steuerung macht sie zu modernen Robotern. Wie groß ist der Output? Zeichnet sich ein Gebrechen ab? Kann der Liefertermin gehalten werden? Der Apparat sagt selbst, was er braucht. Durch Industrie 4.0 generieren wir ja über Sensorik Daten. Diese Daten führen wir dann einer Rechnerstruktur zu und die werden weiterverarbeitet. Das Vernetzen von Maschinen kann dann unterschiedlichste Maschinenzustände gegenseitig überprüfen und vorbeugend schon sagen, es wird der oder der Fehler auftreten. Digitales Shopfloor-Management heißt das Zauberwort. Auf einen Blick liegt alles vor, vom Schichtwechsel bis zum Liefertermin. Ein Sicherheitsproblem? Die Gefahr ist eigentlich, dass man das Thema mal an sich unterschätzt und dass es nicht präsent genug ist. Das heißt, man muss mal das Thema in den Vorstandsetagen mal präsent haben, dass Cybersicherheit ein Thema ist, um das man sich kümmern muss, dass das auch automatisch mitkommt mit der Digitalisierung und dass man dementsprechend dann die technischen und organisatorischen Maßnahmen treffen muss, um einmal gegen die grundsätzlichen Angreifer gewappnet zu sein. Ich bin der Teamchef. Ich bin Teambetreuer. Ich bin Europameisterin. Ich bin Europameister. 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 Ich bin Doppelweltmeister. Ich bin auch Doppelweltmeister. So sehen Sieger aus. Seit 11 Jahren zählen Schülerinnen und Schüler der HTL Wiener Neustadt zur Weltspitze im Konstruieren und Programmieren von Minirobotern. Heuer werden sie einmal mehr Weltmeister. In Oklahoma in den USA erreichen sie zum Thema Automatisierung der Landwirtschaft den ersten Platz. Füttern, säen, ernten und alles vollautomatisch. Den Robotern gehört die Zukunft, sind die Schüler überzeugt. Es steht ein neues Zeitalter an und es wird wesentlich sein, dass die Roboter uns unterstützen bei unserer Arbeit, vor allem schwertätige Arbeit. Es wird sich viel verändern in der Arbeitswelt, es wird mehr automatisiert werden, es werden neue Jobs entstehen, es werden alte ersetzt werden. Menschen werden hoffentlich mehr Freizeit dadurch haben, mehr Zeit, sich selbst zu entfalten und weniger zu arbeiten. Eine optimistische Sicht der Dinge. Die Arbeit wird leichter. Doch was ist mit den Menschen, die nicht mehr gebraucht werden? Schaffen alle die Weiterbildung und finden einen neuen Job? Tatsächlich gibt es Arbeitsbereiche, die von Automatisierung direkt betroffen sind. Und es gibt Menschen, die in Zukunft vermutlich ihren Job verlieren werden. Und natürlich muss man sich um die Sorgen machen. Und natürlich muss man hier Begleitmaßnahmen setzen. Der Digitalisierung kann sich niemand entziehen. In der Bank, im Supermarkt und auch hier auf dem Flughafen Schwechat. Man darf nun alles selber machen. Billiger wird's deshalb auch nicht. Wer denn selbst Check-in geschafft hat, geht zur Selbstgepäckaufgabe. Jetzt können Sie uns hier wieder reingeben. Der steht hier eh jeden Schritt, den er macht, und dann wird das Gepäck schon schnappen. In einem halben Jahr habe ich wieder vergessen.